Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play von World of Tanks. Mein Name ist Broken und heute fangen wir mit der IS-7 an. Unsere drei größten Gegner sind IS-7, 121 und AMXF 155. Artis haben sie drei Stück, zwei 7er und eine 6er. So. Pornonovka. Wo fahre ich dann rum? Rechts oder links? Links ist voll für den Arsch, finde ich. Fahre ich nicht gerne rum. So, wir sind hier schon zwei Zehner. Schönes Ding. Ich benutze die Maus mal als Schild. Hier los. Oh, es geht schon gut los. Die kleinen Seuchendinger da, ey, die sind auch wirklich nervig. T34 hat noch nichts kassiert. Nee, Gott. Der Schuss da war ein bisschen seltsam. Das weiß ich jetzt nicht, wenn ihm da gegolten hat, der Schuss. Oh, T34 hat ihn geputzt gerade. Leck, gibt's doch nicht! Kette verloren! Wir sind bewegungsunfähig! Kette repariert! Weiter geht's! Müssen hier vor, ey. Das bringt gar nichts, hier stehen zu bleiben. Wir haben sie. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Scheiße. Was? Ich klemm Tickets hochgespielt, nur zu hochgeschoss. So, schön hier vor, Jungs. Bisschen Konzentration. Jetzt hier am Schluss wahrscheinlich jeden Moment die Artis aufdecken.
schön. So, da hinten AMX, der Dicke steht noch dort. Oh, mir kommen doch jetzt. Mir kommen doch jetzt angehoppelt. Gar kein Ding. Wir haben sie. Die Lorraine. Yeah. Die Lorraine. So, nur schön hier weiter. Hey, ich hab, obwohl ich vor bin, ne? Mit einem kassiert richtig. Mal gucken, wie viele Treffer ich da erhalten habe. War, glaube ich, auch nicht viel. Arti hat mich, glaube ich, mal ein bisschen angemümpelt. Ansonsten hatte ich echt Schweineglück. Hier wird es jetzt brenzlig. Müssen wir mal gucken. Scheiße, krieg ich nicht mehr. Aber egal, war eine irgendwie geile Runde. Ich weiß. Oh, oh. Kann ich das Ding endlich mal ein Überlegenheitsabzeichen mal nochmal grit. Oder beziehungsweise das Einsamer. Ich würde, glaube ich, die ganze Zeit ist Zweier, ne? Ja, ich Mensch, jetzt Zweier. So, was haben wir dann hier? Der Sensenmann. Pachucci-Medaille verliehen für die Zerstörung von drei gegnerischen Selbstfahrverletten. Ja gut, das ist jetzt nicht gerade so monstermäßig. Und Meisterschütze. So. Schaden. 4089. Ah ja, ich habe, ich glaube, zwei, drei Blinde noch gesetzt. Stimmt. Ist auch noch ganz ordentlich. So, Erfahrung. 995. Fast 1000. Schade. Wieder fahren wir nicht schlecht. Wollten wir gerade noch gucken, was die Artis so an Schaden rausgedrescht haben. Unser GVT-Guard ordentlich rausgehauen. Ja, okay. Und bei denen, der hat ja, ich muss mir das mal selber noch angucken, am Schluss hat er doch wirklich böse noch was weggemetzelt. Nicht schlecht, das Ding. Ja, die haben nicht irgendwie nicht so viel Schaden gemacht. So, wir haben 15 Schuss, 14 Treffer. Schaden 4089. Treffer halten mal nur zwei Stück, genau. Potenziell erhaltener Schaden war eigentlich dann nur 600. Gegner entdeckt 4, Gegner beschädigt 9, Gegner zerstört 5 und Schaden durch eigene Aufklärung über 2000, nämlich 2370. So, ich habe mit Premium 48.800 Credits rausbekommen. Ohne Premium wären es 26.800. Über 20.000 Unterschied mit und ohne Premium. Jo, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. War mal eine, seit langem eine richtig schöne 10er-Runde. Ich habe aber echt sau viel Glück gehabt auf der Seite. Also, dass mich nichts angeschossen hat. Die Maus hat direkt inkassiert, die T34. Ich war irgendwie, war ich hier dazwischen. Und ihr habt ja auch gesehen, ich war auch kaum entdeckt worden. Wenn ich entdeckt wurde, jo, haben wir die halt schnell weggemümpelt. Und die Artis von denen haben sich auch überwiegend irgendwie auf die andere Seite anscheinend konzentriert. Ich weiß es nicht. Muss man selber mal angucken. Okay, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So, Jungs und Mädels, jetzt ja keinen Schreck bekommen. Das ist wirklich ein Tank. Zwar ein selten blöder und hässlicher Tank. Aber es ist halt einer. Es ist der Tier 5 TD der Franzosen. Den habe ich mir irgendwann mal gekauft. Ich weiß nämlich, da gab es den, glaube ich, billiger oder so. Ich hatte die Franzosen aufgehört zu spielen, die TDs.
Und haben dann, also auch das Verkauf, das ganze Gedöns und dann irgendwie, wie der billiger war, habe ich mir dann den Nachfolger, den ich hatte, gekauft. Ja. Geiles, also er hat die Top Gun schon drauf. Ich habe nur gesehen, er hat jetzt noch eine Gun, die eigentlich, ich glaube sogar besser ist als die hier, aber eine Tierstufe niedriger. Ich muss die auch mal ausprobieren. Aber ich wollte jetzt eigentlich nicht zu viel investieren in den Tank hier, weil der ist, der Nachfolgetank soll ja ganz gut sein. So, wir haben, wie viel Uhr haben wir dann hier? Ganz spät. Wie ihr seht. Kann jetzt nur noch, also ich spiele jetzt nur noch spät abends oder früh morgens, weil ich mir gesagt habe, das mittags tue ich mir nicht mehr an. Das ist so grottig schlecht geworden. Das ist also. Ich weiß nicht, ich habe so viele Stunden in den Sand gesetzt an LPs, was ich mittags versucht habe aufzunehmen, das komme ich nicht mehr zurück. Also die Gun macht ordentlich Bums, aber ich fange auch ordentlich eine, ne? Bist du nicht, dass der Durchschuss jetzt... Oh, schöner Schuss, der SU-5. Ah, seht ihr, die mit 222 Schaden, das ist ordentlich, ne? Und der kommt tatsächlich noch rausgucken. Das gibt's doch nicht. Und T50 wartet. Gleich dauern. Komm, mach Luki Luki. Oh, das ist aber knapp. Was ist denn hier los? Der ging voll durch ihre Panzerung. T49 und die kommen jetzt hier alle gar gestürmt. Nein, lass euch doch jetzt nicht einer nach dem anderen wegknipsen. Schön. Schön, 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 schön. Auch wenn der Panzer nicht schön ist, aber ein bisschen weggeflackt. V1 Marder. KV1 hier, der wird, das müssen wir auf jeden Fall noch kriegen. Dämpf. Okay.
Der muss weg, der M5. Sehr schön. KV1. Und der jetzt hin. Komm. Klotz ich doch gegen Stein oder was? Oh ne, die sind doch hinten dran. Okay. Mathilda, lass dich jetzt nicht wegflappen. Wo müssen wir jetzt hin? Wirkungstreffer! Ach, Gegner brennt! Der ist erledigt! Kommt doch nicht reinklicken! Oh, das war von woanders, glaube ich, oder? Erstmal gucken, da steht irgendwo. Da hinten sind noch zwei Grille. Okay, das wären dann drei. Oh, bei uns schon wieder. Oleg. Der ist weg. Dann denke ich schon noch da hinten. Aber ich schalte jetzt auch nichts mehr aus. Das heißt, ich muss jetzt auf Sicht schießen, ohne dass die mich abknallen können. Boah, nicht ein Loch hier drin. Ich muss dann unser T34, auch AFK. Ja, super. Gucke, vielleicht sehe ich es so. Das war jetzt extrem gefährlich. M37 geht vor. Bin gespannt. Den haben wir fertig gemacht. So.
Steht da aber wahrscheinlich noch eine Art hier, die ist ein bisschen leichter wahrscheinlich wegzumümpeln. Ich versuche hinter sie zu kommen. Also ich kriege sie der erst weggeschossen, das ist klar, aber die sehen mich wahrscheinlich. Ich fahre die ganze Zeit hier rum und die stehen wahrscheinlich irgendwo da. War schon die Idee. Ich fahre jetzt dahin rum. Ich hoffe, keiner sieht. Da melden wir die erstmal noch AFK. Kann ich wenigstens ein bisschen am Hügel klotzen. Oder hin am Haus. Und die Scheiße, wenn jetzt da hinten steht, ne? Na gut, ich kann es jetzt nicht. Ich kann es jetzt nicht mehr beeinflussen. Etwa sind sie auf dem Weg zu uns, was ich aber nicht glaube. Oder er ist... Ich glaube, dass einer noch da oben steht und ein anderer, die Grille oder so, wahrscheinlich unterwegs ist. Obwohl, der hat drei Abschüsse. Aber ich denke, ich bin noch im Dorf. Scheiße. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. So, jetzt natürlich warte ich erstmal auf den anderen. Vielleicht flitzt der jetzt darin. Ich glaube, dass der noch da oben steht. Schön. Puh. Boah, war ich. Geil, ey. War echt ein geiles Match, man. Seit langem. Boah, Überlegenheitsabzeichen. Dings. Ich habe ihn kaum gespielt, deine Tanks. Saugeil. Und Krieger. Schön. Schönes Ding. Gute Waffe. Zeige ich euch gleich mal die Geschichte mit dem. Mit dieser anderen Gun. Wir gucken erstmal, was wir hier an. So, über 2000 Schaden, 2029 gemacht, 6 Kills, 858 Erfahrung. Der Krieger. 17 Schuss, 11 Treffer. Potenzieller haltender Schaden war 320, da hat nicht mehr viel gefehlt, da wäre ich geplatzt. Weil 330 Strukturpunkte habe ich nur, also 10 hatte ich noch am Schluss. So, ein bisschen aufgeklärt. Mit Premium habe ich 27.500 Credits bekommen. Ohne Premium wären es 16.000. Das ist ja auch... Boah, das ist auch noch was, ne? So, eigentlich ganz geile Geschichte. Er ist halt... Jo, hält halt wenig aus. Geht alles durch so, ne? Also, merkt man sofort. Wollte ich euch zeigen. Seht ihr, es gibt hier... Das ist die Top Gun. Das ist eine 7er. Die habe ich jetzt drauf. Die hat einen Durchschlag von 135 und 240 Schaden. Also lädt schneller als 10 Sekunden nach. 7,14 Schuss die Minute. Und dann gibt es das 6er Geschütz. So, das Schneider A. Das hat 300 Schaden und 165 Penetration, Durchschlag.
aber hat nur 5 Schuss die Minute. Genauigkeit 0,41, 0,4, Zielerfassung 2,3, 2,9. Jo, also ich glaube, die muss ich auch mal testen. Muss man immer mal gucken, ob die überhaupt noch verwendet, die alles noch ist. Und die ist für den Nachfolger noch. Ja, dann kann man mal gucken, was der Nachfolger noch für Waffen hat. Und der hat hier noch eine... Oh ja. Das ist natürlich... Also ich glaube, ich kann diese Schneider, die kann ich getrost... Ich glaube, die brauche ich nicht, genau. Jo, das war der S35CA. Mir fehlt noch zum... 39 noch 10.000. Das geht noch. Deswegen, man braucht nur 20.000 Erfahrung. Da hat man schon eine 6er TD. Ich weiß, dass der gut ist. Den habe ich schon oft erlebt, dass er gut ist. Und wir haben auch mal mit Leuten gespielt zusammen, wo er relativ gut war. So, wie ihr seht, Spielserver sind momentan nicht verfügbar. Das habe ich immer öfters. Ich weiß nicht, ob das euch auch mal passiert. Alle Server sind wieder verfügbar. Ne? Also, falls ihr mich in der Freundesliste habt und ich fliege von eurer Freundesliste runter, ja, ich kann mich ja nicht löschen bei euch. Ich glaube, außer wenn ich euch auf die Knurrliste setze, kann das eventuell passieren. Das weiß ich aber nicht. Seitdem ich solche Geschichten habe, schreiben mich Leute oft an, ob ich sie von der Freundesliste runtergeschmissen hätte bei ihnen. Und aber habe ich nichts damit zu tun, ne? Wisst ihr Bescheid. So, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Waren, denke ich, nur 2 interessante Runden. Beim zweiten war ich jetzt ein bisschen ruhiger. Auf jeden Fall kann ich euch nur raten, also ich habe mir jetzt gesagt, ich spiele mittags kein WoT mehr. Ich hoffe, ich halte mich dran. Okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.